Herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute aus aktuellem Anlass ein Video zu DSDS Diego. Der wurde jetzt verhaftet, er hat seinen Vater angegriffen, sogar angestochen, angeblich. So wird zumindest berichtet, viele Nachrichtendienste haben das jetzt aufgegriffen und auch schon in den Fernsehnachrichten lief das, dass DSDS Diego jetzt seinen Vater angegriffen haben soll. Ich stelle das noch unter Fragezeichen, allerdings wurde er jetzt auch schon verhaftet, das steht wohl auch schon fest und ich finde das ziemlich krass, wie sich das Ganze entwickelt hat, denn auch bei DSDS in den ganzen Shows ist er sehr negativ aufgefallen, er hat eine psychische Erkrankung, durfte allerdings trotzdem bei der Show mitmachen, ist allerdings sehr merkwürdig dort aufgefallen, er hat durchaus Talent, wie ich finde, Leute zu unterhalten, allerdings wirkte das alles ziemlich strange, wie er sich in den Shows verkauft hat und schon damals hatte man den Eindruck, dass irgendwas mit ihm nicht stimmt. Der Westen schreibt, dass sich das Opfer nicht mehr in Lebensgefahr befindet und das ist ja schon mal eine gute Nachricht, wie ich finde. Dennoch muss man RTL und DSDS wirklich anprangern dafür, dass man psychisch kranke Leute so weit kommen lässt und sie vielleicht in die psychische Krankheit wieder reintreibt und noch mehr vielleicht auch das Ganze verstärkt, wo das Problem liegt. Denn dass es DSDS Diego vielleicht ein wenig zu weit ging in den letzten Wochen mit den ganzen Schlagzeilen, die auch rund um ihn geschrieben wurden und diese ganzen Tromborium, der da drum entstanden ist, ist dann vielleicht dann auch vielleicht eine Begründung dafür, dass er jetzt ausgerastet sein könnte. Das ist zumindest eine Mutmaßung von mir. Sonst sind auch einige Sachen jetzt geschrieben worden, die auch nur Mutmaßungen sind von den Zeitungen. Ich verlinke euch natürlich den Artikel von der Westen unten. Ich bin auf eure Meinung gespannt zu dem Thema. Lasst gerne ein Like und auch Abo da für mehr News und Meinungsblogs in Zukunft. Bis bald und ciao, ciao.